Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Warum sollte er? Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja ein richtiger Glückspilz. Ich tue mal so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Gut, danke. Ich habe noch gar nicht nach der Versicherung des Clubs gefragt. Genau die lese ich mir gerade durch. Bislang sieht mir das nach einem normalen Vertrag für Kleinunternehmen aus. Wissen Sie, ich habe da diesen Freund, der ist Journalist und die Sache ist, also, er würde Sie gerne interviewen. Warum? Eine Frau, die einen Boxclub leitet, wenn das keine Story ist. Und wie genau hat dieser Freund von Ihnen davon Wind bekommen? Bin mir ziemlich sicher, er hat es gesehen, dass... Ich will's gar nicht hören. Ich hoffe, Sie können noch heute Ihr Können unter Beweis stellen. Ich denke, ich weiß, wer den Ring Ihrer Mutter hatte. Tun Sie das? Mary Pernell. Ich denke, sie war in ihren Vater verliebt. Danke. Danke. Oh. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Oha. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Okay. Wir haben... Oh, warum ist der Teppich hier? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ist das wichtig? Scheinbar nicht. So, was jetzt? Was kombinieren? Nee, ne? Nee. What to do? Ich lese mir mal die Unterlagen durch. Wir haben ja hier diese Funktion mit dem Tagebuch. Vielleicht haben wir dadurch irgendwas noch. Naja, bin ich jetzt ganz raus. Ich wollte nur aus dem Menüpunkt raus. Also die Tochter hat jetzt auf jeden Fall was gegen Mary und sie hatte auch was gegen Bobby Yale. Expanderschachtel in seinem Spind, dann damit umgebracht und dann in den Müll geworfen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sauer wegen Beziehung ihres Vaters mit Mary Pernell. Friedliebender Kerl, aber Knarre im Safe. Angst. Okay. Hat sie mit dann nur gespielt? Nein. Okay. Das hilft uns erstmal nicht. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich... Wir müssen eigentlich entweder zu Mary. Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Also wie gesagt, wir müssen entweder zu Mary oder halt zu dem Rassisten. Ich probiere jetzt ein drittes Mal
bei der Mary. Weil ich habe ja jetzt die These aufgestellt, dass die eine Beziehung hatten. Was ich der Tochter ja schon gesagt habe. Was jetzt vielleicht nicht die cleverste Reihenfolge war. Aber es bot sich halt gerade aufgrund der Menüführung an. Ich habe es ja noch gar nicht in dem Sinne bestätigt bekommen von der Mary. Aber andererseits, warum sollte sie den Ring haben und dann entsprechend der Tochter schicken, wenn dem nicht so sei, nicht so ist. Na, also, ich denke mal, das stimmt schon, aber ich hätte mich vielleicht erst vergewissern sollen, aufgrund der Reihenfolge. Aber vielleicht sagt jetzt Mary irgendwas dazu. Das wäre schön. Und die Ladezeiten machen mich so ein bisschen verrückt. Hallo. So, let's go in. Wenn jetzt wieder keine Optionen sind, dann weiß ich auch nicht. Ah, ich wusste doch, sie verbergen etwas. Ah. Was? Alles Gute zum Geburtstag. Der war letzte Woche, habe ich gerade rausgefunden. Ach, danke. Nichts zu danken. Ich bin sicher, Sie haben wunderbare Geschenke bekommen. Zum Beispiel, dass Ihr Geburtsdatum die Kombination von Duns Tresor ist. Du liebe Güte. Ich kann hier nicht frei reden. Okay. Meine Schicht geht noch 10 Minuten. Können Sie noch ein bisschen warten? Ja, klar. Schenkst du mal nach, Mary? Ich komme gleich. Okay. Richtig geschlussfolgert. Und jetzt erfahren wir ein bisschen mehr drüber. Und wieder lange Wartezeit. Spiel gefällt mir richtig gut. Ist cool aufgebaut. Und ich bin jetzt sogar ganz froh, dass ich die Alben nicht kannte, die Comics nicht kannte. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich vieles hier schon gewusst. Und so macht das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß. Aber vielleicht werde ich mir die Comics jetzt im Nachgang zu dem Let's Play dann kaufen. Und dann auch mit dem Spiel vielleicht ein bisschen vergleichen. Mary Purnell, der Engel, den Joe dann in seinen besten Jahren gefunden hat. Joe und ich waren beinahe 2 Jahre lang zusammen. Es fing alles an, als... Nun. An den Wochentagen fange ich in der Morgendämmerung an, den Club zu putzen, vor meiner Schicht im Diner. Joey war immer früh dran. Er tauchte meist kurz nach mir auf. Er hat immer gesagt, es sei die beste Zeit für die schlimmste Arbeit des Tages. Oh, ich weiß genau, was er damit gemeint hat. Papierkram. Er hat das gehasst. Aber so war er nun mal. Statt die Sachen auf die lange Bank zu schieben, die er nicht ausstehen konnte, erledigte er sie. So bald wie möglich. Eines Morgens hat er mich weinen sehen. Ich hatte einen schweren Tag und... Er hat versucht, sie zum Lachen zu bringen. Er hat auf die Kaffeemaschine gezeigt. Sie brauchen eine Tasse von Joes Kaffee und frische Luft. Das war die erste von vielen Tassen Kaffee auf dem Dach. Wo dann sie dann auch verführt hat. Passen Sie auf, was Sie sagen, Mr. Blackshead. Sie sind vielleicht noch zu jung, um das zu verstehen, aber wahre Liebe hat wenig mit Verführung zu tun. Eines Tages wurde uns klar, dass der Dachkaffee das Beste an unserem Tag war. Und so verbrachten wir mehr Zeit zusammen. Aber Sie haben nie jemandem etwas gesagt. Warum haben Sie das geheim gehalten? Wegen Sonja.
Sie und Joey hatten sich nach dem Tod ihrer Mutter auseinandergelebt. Er hatte Angst, dass unsere Beziehung alles nur noch schlimmer machen würde. Doch eines Tages, auf dem Dach, da ist uns klar geworden, wie ernst es uns mit unserer Beziehung war. Und so haben wir beschlossen, aus diesen Augenblicken etwas für den Rest unseres Lebens zu machen. Er hat sie also gefragt, ob sie seine Frau werden wollen. Ja, natürlich. Er hat mir den Ehering gegeben und wir haben beschlossen, es aller Welt zu sagen. Er hat gesagt, er müsse sein Glück mit seinem kleinen Mädchen teilen. Doch offenbar war er gar nicht so glücklich. Was ist mit Ihnen? Wie standen Sie dazu, es Sonja zu sagen? Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich ein wenig erkältet bin. Ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Danke, dass Sie sich mir anvertraut haben. Passen Sie auf sich auf. Ich habe meinen Schal schon vor einer Weile verloren, keine Ahnung wo. Und jetzt, wenn Sie mich dann entschuldigen, das ist meine Bushaltestelle. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Blackstone. Aber... Schal verloren. Was schließen wir daraus? Mary ist erkältet. Ja, super. Wir brauchen den Schal. Den Schal. Wo könnte der sein? Wir müssen irgendwas kombinieren. Hat er den Schal hier irgendwie mit bei? Nee. Lassen wir ihn schlafen. Okay, hier ist nichts weiter. Ist das der Schal? Nein. Wenn ich jetzt bei meinem Rundgang nichts finde. Ich weiß aber, irgendwas lag hier einmal auf dem Boden. Okay, ist noch da. Okay, das bringt mir noch nichts. Hier, ist das der Schal? Nee. Schade. Dann gehe ich nochmal hoch zu ihr und sag ihr das, was ich jetzt rausgefunden habe. Und wenn das alles jetzt nicht weiterhilft, gehe ich zum Telefonieren. So. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Okay. Das heißt, solange ich nicht wirklich vorwärts komme, diesbezüglich hat sie auch nichts mir zu berichten. Aber ich muss den Schal finden. Wo kann der? Ich guck noch mal in die Spinde vielleicht. Hier oben ist er nicht. Oben auf dem Dach. Oh, dann wäre er längst weggeflogen, oder? Gucken wir noch mal. Ansonsten wäre jetzt, wie gesagt, die Spinde durchgucken nach dem Schal. Ob einer von den Vieren, die aufgehen, ob da vielleicht der Schal drin steckt. Glaube ich zwar nicht. Aber you never know. Ansonsten bleibt nicht mehr so viel zu tun hier. Hier ist auf jeden Fall kein Schal.
Hier oben ist generell irgendwie nicht wirklich was, was uns weiterbringt. Schade eigentlich. Okay, dann zu den Spinnen. Hier vielleicht noch. Oh, eine Karte. Ich dachte jetzt eigentlich, ich finde hier vielleicht auf den Kisten den Schal oder sowas, aber da habe ich nur eine weitere Karte gefunden. Auch nicht verkehrt. Auch wenn die jetzt nicht ganz so wichtig sind, weil die uns nicht weiterbringen. So. Dem... Ich sag Jack. Das erzählen. Jake. Jake hieß er, ne? Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Ja. Das habe ich auch schon rausgefunden. Hast du noch irgendwas? Nicht alle sind da so liberal wie Dan. Ich weiß zufällig, wer die Spinde beschmiert hat. Arthur Tucker. Wusste ich's doch. Ich wusste, der war's. Dieser Wichser. Dem werde ich das Weiß rausprügeln. Wusstest du, dass Joe Dan eine Waffe in seinem Tresor hatte? Unmöglich, Mann. Der hat doch Waffen gehasst. Wobei... Als Teenager hat Bobby Yale mal so eine verrückte Phase durchgemacht. Ist sogar aus dem Boxclub ausgestiegen, um sich einer Gang anzuschließen. Nichts Ernstes. Okay. Eines Morgens ist er in den Club eingebrochen. Joe war bereits da und hat ihn auf frischer Tat ertappt. Bobby hat dann mit der Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Also hat Joe den aufgemacht und Bobby gesagt, er soll die Waffe da reinlegen, die Gang verlassen und wieder mit dem Boxen anfangen. 5 Minuten später war ich dann hier und hab gesehen, wie Bobby in Joes Armen wie ein Baby geweint hat. Dann ist er einfach wieder aufgestanden und hat die Handschuhe angezogen. Ich hätte ihm also geholfen. Fällt dir sonst noch etwas zu dem Streit ein, den Joe Dunn und Bobby Yale hatten? Nicht wirklich, nein. Joe hat bloß gebrüllt, wenn du das bringst, sag ich den Kampf ab und schmeiß dich aus dem Club. Okay. Wir suchen einen Schal. Einen Schal. Soll das irgendwas sagen? Abraham Greenberg. Gedichte. Ja. Wenn es mir etwas sagen soll, dann verstehe ich es noch nicht. So, der andere gehört dem Jake. Dann haben wir hier noch den. War es auch tatsächlich denn? Oh, da unten ist noch eine Karte. Gary Lindford. Und das andere hier oben war ja... Das ging nicht, ne? Okay. Was machen wir dann? Ich brauche irgendeinen...
Irgendein Hinweis, den ich irgendwie noch nicht entdeckt habe. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche den Schal. Das wäre halt irgendwie... Ah ja, genau, telefonieren wollte ich. Korrekt. Gut, mal gucken, ob der... der Detective irgendwas hat für uns. Detective, aber... Nee, wir sind ja Privatdetektiv, aber der... Der Smirnoff halt, ne? Smirnoff? Ich glaube, ich habe im Fall dann eine neue Spur. Dann und die Putzfrau des Boxclubs wollten heiraten. Super, dann rufen Sie gleich mal bei What's News an. Die werden sicher wissen, was Sie mit so unfassbar interessanten Informationen anstellen. Die Kombination von Duns Tresor war ihr Geburtsdatum. Er hat ihr sogar einen Ring geschenkt. Sie wissen schon, das große Glück eines klassischen Selbstmörders. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber vielleicht habe ich da was für Sie. Okay. War zumindest die richtige Reihenfolge. Offensichtlich geht es jetzt irgendwie weiter, aber was hat er denn genau? Muss mir mal ein neues Trinken eingießen nebenher. Sind wir wieder in Sam's Diner? Im Leben gibt's so manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an. Und doch ist es möglich, sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Hast du da? Sie sehen müde aus, John. Sie sehen selbst recht erschöpft aus. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch zwei riesige Gläser Wasser austrinken. John, alles klar bei Ihnen? Hab schon bessere Tage erlebt. Und die werden auch wiederkommen. Hoffentlich. Hätten wir uns beide verdient. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Sie haben doch zwei riesige Gläser voll Wasser getrunken. Wie verkraften das Ihre Nieren? Ja, Sie haben recht. Vielleicht sollte ich mal aufs... Wenn Sie mich entschuldigen. Joseph Richard Dunn. Case. Oh, war hier noch was? Nö. Büro des obersten Gerichtsmediziners, East Manhattan. Okay. Aha, aha, aha. Fall Nummer 176097, medizinische Abteilung B3. Verstorbener Joseph Richard Dunn. Männlich, Familienstand verwitwet. Spezies Lux, Farbe dunkelbraun. Alter 47, Gewicht 74 Kilogramm, 165 cm groß. Dann das Alter, Gewicht und Größe. Okay. Das ist das SZ und... Also Ö und Ü und L haben sie drin, aber SZ nicht.
Hätte auch mit SS schreiben können in der Übersetzung. Zeitpunkt, Datum des Todes, ca. 19 Uhr am 19. Oktober 19. Blub. Ursache des Todes, gewaltsame Asphyrie. Art des Todes, Selbstmord. Steht da wirklich 19x? Ah, so kann man nicht lesen. 1900, wo sind wir denn hier? 63? Externe Befunde. Gewaltsame Asphyxie, verursacht durch ein Seil um den Hals. Rund um den ganzen Hals wurden 4 ringförmige Abdrücke festgestellt, die vom besagten Seil stammen. Angeschwollene und leicht zerkratzte Fingerknöchel an der rechten Hand, vermutlich durch ein Trauma in jüngster Zeit verursacht. Interessant. Vier verschiedene Male am Hals. Als dann starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Also wahrscheinlich hat er gekämpft. Interne Befunde. Eine interne Autopsie fand aufgrund der ausreichend erscheinenden externen Beweislage nicht statt. Okay. Jetzt komme ich mir noch dünner vor. Meine Nieren auch. Danke. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind. Klar, Sie können mir vertrauen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also schön. Wie auch immer, Sie halten mich auf dem Laufenden, oder? Na klar. Mein Freund, Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John. Make it good. Wie immer hatte mir Smirnoff neue, möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein zuzubeißen. Die gesammelten Hinweise lassen neue Schlussfolgerungen zu. 3 Stück. Na dann mal auf ihn. Ob wir die alle finden? Ich habe gerade nicht wirklich eine Idee. 4 Male. Ah, 4 Male. Der Expander. Natürlich. Er war nur 1,69 groß. Das passt nicht mit der Höhe des... das könnte es auch sein. Okay, also wir machen... das? Nee. Farbfleck, dann das Gewicht. Absurd. Dann nehmen wir erstmal das hier. Na, komm. Ich weiß es nicht. Macht keinen Sinn, ne? Nehmen wir erstmal das hier. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass der zu klein ist. Ja. Dann wurde er ermordet. Dann war nicht groß genug, um sich an der Schlinge da zu hängen. Das habe ich ja gleich vorhin schon gesagt, ne? Also,
Die gesammelten Hinweise lassen neue Schlussfolgerungen zu. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall haben wir gerade irgendwie einen Durchbruch gehabt, weil er lädt jetzt irgendwas. Keine Ahnung, ob wir jetzt eine neue Sequenz bekommen. Oder wir kriegen einfach einen schwarzen Bildschirm. Mit Musik. Musik.